Köckner, ich hatte hier gerade zwei Journalistinnen aus Berlin, geschätzte Parlamentskorrespondentin. Die eine war mindestens sauer darüber, dass die Frauenquote hier mal so gar keine Rolle gespielt hat. Man hätte ja wenigstens den Antrag kurz beraten können oder begründen können. Warum tut sich die Union so schwer oder was ist der Hintergrund? Na, die Union macht es sich nicht einfach, denn einfach wäre es gewesen, wenn wir hier abgestimmt hätten. Sondern wir wollen, dass am Ende wirklich mehr Frauen in den Parlamenten dann auch sind und teilhaben können. Denn es bringt, haben wir jetzt gesehen in Thüringen, recht wenig, selbst wenn man ein Reißverschlusssystem hat auf einer Liste mit Frauen, aber die sicheren Direktwahlkreise eigentlich nur von Männern besetzt sind, dass dann am Ende nur zwei Frauen in der Fraktion sitzen, so wie es jetzt in Thüringen ist. Insofern ist es uns wichtig, in dieser Satzungskommission auszuloten, was man wirklich verbindlich auch festlegen kann. Denn dem Verbraucher, oder Verbraucher sagt man, dem Wähler, kann man ja nicht oktroyieren, was er zu wählen hat. Es ist ja eine geheime Wahl. Aber wir wollen die Rahmenbedingungen besser gestalten. Das nehme ich Ihnen nicht ganz ab. Ich glaube vielmehr, Sie hätten Angst vor einem ähnlichen Ergebnis wie bei der CSU. Und das wäre für die Frauen, so wie es sich jetzt darstellt, ja doch eher noch schädlicher gewesen, oder? Na, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Also zwischen den Zeilen hört man es hier dann schon, ja? Nein, also ich sage es noch mal ganz klar, auch als Landesvorsitzender einer Partei in Rheinland-Pfalz, der CDU, ist es uns auch ein Anliegen, dass am Ende nicht etwas sich gut liest, sondern dass am Ende was Gutes rauskommt. Wir machen zum Beispiel ein Nachwuchsförderprogramm, wo wir festlegen, dass die Hälfte immer Mädchen sein sollen und müssen. Klar ist das eine Krücke, so etwas. Aber nur so bekommen wir eine Frauenförderung hin. Auf den Listen bei der Wahl ist das nicht ganz so einfach, weil natürlich der Wähler frei entscheidet. Wenn wir jetzt sagen, wir machen eine Liste im Reißverschlusssystem, ist noch nicht gewährleistet, dass mehr Frauen dann auch da sind. Und das ist unser Ansinnen, wie können wir es schaffen, dass das, was wir suggerieren und versprechen, am Ende aber auch zu mehr Frauenbeteiligung führt. Aber es geht ja immer auch um Außenwirkung. Sie wollen ja auch Frauen ansprechen. Die CDU will weiblicher werden, nicht nur intern, sondern auch um Wählerinnen zu gewinnen. Die Partei wird seit 19 Jahren nunmehr von Frauen geführt. Ist das nicht ein schlechtes Signal, was dann von diesem Parteitag ausgeht? So nach dem Motto, ach, die Union wollte sich damit beschäftigen, hat es aber nicht so wirklich. Ich verstehe, was Sie innerhalb der Partei denken, aber die Kommunikation nach außen ist ja auch ein Thema. Na, das Signal war hier ganz klar von diesem Parteitag, dass eine starke Frau Parteivorsitzende ist, die eine fulminante Rede gehalten hat, dass eine starke Frau... War die nicht ein bisschen lang, die Rede? Ich fand sie fulminant und wenn was fulminant ist, kann man nicht genug davon bekommen. Dann fand ich, dass eine fulminante Rede unserer Bundeskanzlerin war, die richtig gefeiert worden ist, eine Frau der CDU. Dann kam die designierte Kommissionspräsidentin, eine Frau der CDU. Das sind Signale von diesem Parteitag. Die CDU redet nicht nur über Frauenförderung, sie macht es einfach. Und das ist das Gegenteil zu dem, was die SPD tut. Dort sind, ja, man hat den Eindruck, dass bei diesem Kandidatencasting um den Vorsitz Frauen eigentlich nur so einem Platzhalter irgendwie degradiert worden sind, damit die Männer kandidieren können, damit Herr Scholz kandidieren kann, Herr Boyans kandidieren kann. Und das machen wir dann schon anders. Trotzdem hatte ich jetzt eben kurz das Gefühl, Sie waren auf einem anderen Parteitag als ich hier, weil gefeiert wurde an diesen zwei Tagen eigentlich nur einer und das war Markus Söder. Warum eigentlich? Vielleicht waren Sie gestern ja nicht da. Ich war da, aber es war jetzt kein, es war jetzt nicht so mitreißend, das meine ich damit. Nö, das sehe ich anders. Gut, Sie sind jetzt vielleicht auch nicht unsere Zielgruppe als Journalisten, sondern die Delegierten sind es. Und die Delegierten sind nach der Rede der Parteivorsitzenden aufgesprungen und die waren begeistert. Das können Sie keinem per SMS schicken, steh auf und klatsche. So läuft es nicht. Da sind die Leute selbstbestimmt. Das lag aber an der Machtfrage, oder? Das lag an einer sehr guten Rede, die sie gehalten hat. Und Angela Merkel, so wie Sie, also da ist so viel Empathie und auch Freude ihr gegenüber und auch Dankbarkeit rübergekommen. Das war schon ein gutes Zeichen und das ist nicht orchestriert. Das kriegen Sie so gar nicht hin. Also insofern, wenn man das Glas halb leer sehen will und es vielleicht Berufsethos ist, okay, ich sehe es. Absolut nicht, absolut nicht. Ich bin ganz objektiv hier bei Phoenix, keine Frage. Ja, also nein, nochmal, das war wirklich ein sehr guter Parteitag. Wir haben inhaltlich sehr stark diskutiert und ich bin bei Ihnen. Wir brauchen mehr Frauen, auch in den unterschiedlichen Funktionen der Partei. Wir sehen, dass wir bei der CDU in den Ländern, aber auch hier Frauen in Führungspositionen haben. Aber wir brauchen es noch stärker in der Breite und vor allen Dingen in den Parlamenten. Trotzdem noch einen Satz zur Rolle Markus Söders, zur Einheit der Union, nenne ich es jetzt einfach mal. Wie hat der Auftritt auf Sie heute gewirkt? Er war ja, ich hätte fast gesagt, im Wahlkampfmodus. Ja, also es war unterhaltsam. Er hat an einem Samstagmorgen diese Delegierten, diesen Parteitag mit sich gerissen. Und er hat Spaß dran, auch mal so
eine gewisse, wie er es nannte, Doppelmoral der Grünen auseinanderzunehmen. Und Sie wissen, das hat was, klar, von Wahlkampf. Aber er hat eine gewisse Heiterkeit und Leichtigkeit auch nochmal mitgebracht aus Bayern. Und die Zusage, dass sich das ein oder andere nicht wiederholt, so wie CDU und CSU sich verhackelt haben. Und das ist natürlich eine gute Botschaft. Noch ein Satz zu Ihrem Fachbereich, also einem Ihrer vielen Fachbereiche, aber in dem Fall die Landwirtschaft, wurde heute ja auch durchaus kontrovers diskutiert. Die Grünen legen nicht nur in den Städten immer weiter zu, wo die Union unheimliche Probleme hat, sondern auch auf dem Land. Jetzt haben wir hier ja auch Landwirte gehört, die gesagt haben, es wird immer schwieriger daran zu glauben, dass die Union noch ihre Partei sei. Warum ist das so schwierig geworden? Es wird immer schwieriger, heute als Landwirt, als Bauer, seinen Beruf so zu machen, dass er auch anerkannt ist. Und Bauern sind systemrelevant für unsere Gesellschaft. Die ernähren nicht nur uns beide, sondern alle hier. Ohne Bauern ist auch kein Land zu machen. Und sie stehen aber mit dem Rücken an der Wand, wenn in der Öffentlichkeit pauschal von Tierquälern, von Umweltverschmutzern geredet wird. Wir haben alle Anforderungen an Tierhaltung, die sind so hoch, das wäre machbar, wenn wir auch bereit wären, mehr dafür zu zahlen. Und diesen Dialog brauchen wir. Und das hat auch diese Debatte gezeigt, dass auf der einen Seite Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich ein Interesse daran haben, dass mehr Tierwohl, mehr Umweltschutz eine Rolle spielt. Aber umgekehrt haben die Bauern aber auch den Wunsch, dass sie auch wirtschaften können. Und das müssen wir zusammenbringen. Deshalb werde ich eine Wertschätzungskampagne auf den Weg bringen für landwirtschaftliche Produkte und die Bauern. Mir geht es auch darum, dass wir alle in der Öffentlichkeit, Medien, aber auch Verbraucher, Bauern, Politik an einen Tisch holen und eben durch Deutschland unterwegs sind und Erzeuger und Konsumenten wieder näher zusammenbringen. Aber nochmal so kurz zurück, hat die Union da in der Vergangenheit Fehler gemacht oder Versäumnisse, die sie jetzt eingestehen müsste, dass die Bauern sozusagen sich nicht mehr heimisch fühlen? Na, wir sind jetzt in der Zäsur, in einem Umbruch. Und das heißt, es gibt Gerichtsurteile zum Kastenstand bei zum Beispiel der Schweinehaltung. Es gibt ein klares EuGH-Urteil zum Thema der Düngeverordnung. Und das müssen wir umsetzen. Und ich verstehe, dass Landwirte sagen, ach, das ist zu viel jetzt für uns. Aber natürlich muss eine Regierung das dann auch umsetzen. Aber wir begleiten sie als Union. Und es sind eben auch andere Zeiten, dass auch unsere Parteimitglieder auch ein Interesse an einem gewissen Wandel haben. Die Landwirte nehmen diesen Wandel auf, auch wahr. Aber man muss gehen zu den Grünen? Ach, da hatten Sie den Eindruck hier? Nein. Aber das ist, ne? Die Grünen versuchen aber da ja zu punkten. Nein, die punkten da nicht, das kann ich Ihnen sagen. Also die Grünen, gucken Sie doch mal, die sind auf dem Land. Die sind nicht im Land, sondern die sind auf dem Land, quasi digital oder am Wochenende, viele der Grünen. Die finden es wunderbar in der Stadt, dass der Wolf wiederkommt, weil sie im fünften Stock leben und ihm auch nicht begegnen. Aber wenn ein Landwirt 40 Schafe in der Nacht verliert, die gerissen sind, und wenn Sie sich dieses Schlachtfeld anschauen, dann müssen wir darüber reden, wie wir die Wolfspopulation regulieren. Es geht nicht um Ausrotten, das ist Quatsch, aber regulieren auch. Und da sind die Grünen wenig zugänglich, sondern sehr ideologisch. Und da glaube ich kaum, dass die Bauern sich von den Grünen vertreten fühlen. Aber wir müssen nach vorne gehen und das heißt Ertrag sichern, aber auch nachhaltig arbeiten. Denn die Landwirtschaft hat 50% unseres Landes, was sie eben diese 50% werden bearbeitet. Und wenn im Jahr 1900 ein Bauer 5 Landwirte ernährt hat, so ernährt er heute 155, ein Landwirt. Und das hat Auswirkungen, klar, auf Umwelt. Und jetzt müssen wir beides zusammenkriegen. Die Grünen bleiben möglicher Koalitionspartner? Ich habe keine Koalitionsaussage getätigt. Wir kämpfen für uns als CDU und CSU. Ich sage herzlichen Dank. Wie immer sehr deutlich, Julia Klöckner. Herzlichen Dank.